Herzlich willkommen zur 8. Folge von Zu Gast bei Ahlen TV 2014. Unser Gast heute ist Markus Link. Er ist in Ahlen geboren und aufgewachsen. Er hat Bergmechaniker gelernt und war eine Zeit lang auf der Zeche Westfalen beschäftigt. Heute arbeitet er als Lagerist in Sendenhorst. Sein Fußballherz schlägt für den BVB. Er leitet seit 3 Jahren den Fanclub Diverse Borussen Ahlen. Der einzige aktive und eingetragene Fanclub in Ahlen. Und heute ist er bei uns auf dem Sofa. Hallo. Was sind so deine ersten Erinnerungen an Ahlen? Eine schöne Kindheit auf jeden Fall. Viele Kinder. Ich habe im Neubaugebiet gewohnt, in Kleinwellenfeld, hier oben im Morgenbruch. Und waren viele junge Familien mit vielen Kindern. Und da wurde Fußball gespielt auf dem Bolzplatz und Fische gefangen im Richterbach und sowas. War schon eine schöne Kindheit. Habt ihr Hütten gebaut? Irgendwie sowas? Alles, was man sich vorstellen kann, was man draußen machen kann, ob Wind, ob Wetter. Unser Leben war eigentlich immer nur draußen. Aha. Man musste es abends schon einfangen, wirklich, wenn es dunkel war, hieß es immer alle rein. War schon schwer, uns dann einzufangen abends. Wie viele Kinder wart ihr so? Boah, so der ganzen Gegend, 25, 30 bestimmt. Mhm. Und immer vertragen oder gab es auch mal Streit? Ach, es gab auch mal Streit, das gehört dazu. Das ist ganz normal, aber man hat sich ja sofort wieder vertragen, wie das so ist. Beschreib mal Ahlen für jemanden, der Ahlen nicht kennt. Ahlen, landschaftlich schön, eine schöne Innenstadt mit vielen kleinen Läden, vielen Sportvereinen, vielen Aktivitäten, die man hier machen kann, schönes Stadtfest, Pöttkenmarkt, also viele Sachen, die man hier eigentlich erleben kann, die nicht so geschätzt werden, die aber einfach klasse sind. Wie zum Beispiel Gourmetmarkt haben wir jetzt ja bald, der auch immer toll ist, wo ich jedes Jahr bin. Kann man nur empfehlen und kann man auch jedem mit hinnehmen. Was würdest du jemandem sagen, um ihn nach Ahlen zu locken? Das ist schwer zu sagen. Einfach mal erleben, mal mitkommen. Das habe ich schon mal gehabt mit einer Gruppe Freiwilligen Feuerwehr aus Bensheim. Die ist hier spontan hingekommen. Die haben wir einquartiert im Forsthaus, haben eine Planwagenfahrt gemacht. Ist ja wirklich Münsterland außerhalb pur. Die haben gesagt, ihr wohnt so wunderschön, das kann man sich gar nicht vorstellen. Anschließend Spanferkel gegessen, ordentlich Bier getrunken, wie sich das hier gehört. Ja, was will man mehr? Was ist denn der Ahlener für ein Mensch? Ich glaube, eigentlich grundsolide. Das bedeutet? Wir wissen, was wir wollen. Sturköpfig zum Teil, halt ein Westfalenkopf. So ist das. Wie ist das für Neue, wenn Neue zu uns kommen? Wie ist dann der Ahlener? Also ich bin eigentlich so ein Typ, ich bin zu jedem nett und freundlich und jeder hat eine Chance. Und aber erstmal wird er begutachtet, wie sich das gehört. Ne? Ich weiß nicht, wie das anders ist, aber da kann man uns eher mit den Bayern gegenüberstellen. Also so sehe ich uns. Was muss eigentlich ein Neuer tun, damit er aufgenommen wird in Ahlen? Oh Gott, oh Gott. Muss er in einen Verein eintreten oder was muss er machen? Wer der Klügste? Also es gibt genug Vereine hier, ob Schützenvereine, Karnevalsvereine, Sportvereine, irgendwo ehrenamtlich tätig sein. Da kommt man immer ins Gespräch. Hier ist auch, immer irgendwas los, von Schützenfest, Karneval bis irgendwas. Das ganze Jahr über, wer hier keinen Anschluss findet, ist eigentlich selbst schuld. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kannst du dich noch erinnern an deinen ersten Berufswunsch und was das war? Mein erster Berufswunsch? Ja. Als Kind? Ja. Ja, wollte ich mit Sicherheit Fußballer werden. Aha. Wie kommt das? Fußball war schon immer eine Leidenschaft, die ganze Familie gepflegt hat, aber nicht ausgeübt hat. Wir sind eine Handballerfamilie. Mein Bruder hat Handball gespielt, mein Vater hat Handball gespielt, war hinterher Trainer. Ich selber habe Handball gespielt. Und so lief Fußball immer nebenher. Aber mein Vater, der hat bei Hochtief damals gearbeitet und hat das Westfalenstadion gebaut. Mhm. Oder mitgebaut. Mhm. In Dortmund. Und so ist er natürlich ab und zu an Karten gekommen. Und als kleiner Junge mit 5, 6 Jahren war ich dann schon immer im Westfalenstadion.
Was war das für ein Gefühl oder für ein Erlebnis? Unbeschreiblich. Auch damals schon Menschenmassen, obwohl wir natürlich noch lange nicht so gut dastanden wie heute, waren trotzdem für einen kleinen Junge 30.000 Zuschauer unglaublich. Wenn man heute sieht, 82.000, ist natürlich kein Verhältnis, aber trotzdem wurden die kleinen Augen da schon groß. Und wie kam es dann, dass der Berufswunsch Fußballer nicht zum Tragen kam? Ich habe das Talent dafür einfach nicht, so ist es. Ich kann besser gucken als spielen. Als Hobby, ja, habe ich 7 Jahre hier auch gemacht. Vorher 12 Jahre Handball gespielt und musste dann aus gesundheitlichen Gründen, ich bin insgesamt 5-mal im Knien operiert worden, musste ich mit dem Sport einfach aufhören, weil es besser ist. Für sich, ne? Für mich selber, genau, ja. Genau, ja, okay. Und wie kam es dann zum tatsächlichen Beruf? Zum tatsächlichen Beruf war eher ein Zufall. Ich wollte eigentlich damals bei Blomberg anfangen, gibt es heute leider ja nicht mehr, als Elektriker. Habe da eine Absage bekommen, hat mein Vater mich an der Hand genommen und hat gesagt, du gehst arbeiten, komm mal mit. Dann sind wir zur Zeche Westfalen gefahren, zum Ausbildungsleiter Grotens, wovon ich gar nichts wusste. Und mein Vater hat einfach gesagt, der junge Mann möchte bei Ihnen arbeiten. Ja, und so bin ich meine Ausbildung hier auf der Zeche angefangen. Zu dem Zeitpunkt wusstest du noch gar nicht, dass du da arbeiten möchtest. Nö. Und wie war das dann für dich, diesen Job zu bekommen? Ja, erstmal ein bisschen erschrocken, aber ich kannte das Ganze. Mein Opa, meine Onkels, die haben alle auf der Zeche, auf dem Bütt gearbeitet. Daher kannte ich das schon so ein bisschen. Mein Vater, der wollte nie auf der Zeche, wollte eigentlich auch nie, dass einer auf der Zeche geht. Mein Bruder ist gelernter Werkzeugmacher, der hat damit auch nichts zu tun. Aber ich habe den Schritt dann gemacht, meine Ausbildung da gemacht. Dann habe ich 4 Jahre unter Tage gearbeitet, vor Ort richtig vorgekohlt und alles. Und habe es auch nie bereut. Also war immer für mich ganz normal und toll. Was war denn das Schöne für dich an dem Beruf? Er ist ja sehr anstrengend, du arbeitest in der Hitze, du bist Staub ausgesetzt. Was ist das Schöne? Das Schöne an dem Beruf ist einfach der Schlag Leute. Ich glaube, spezifisch auch nur in solchen Städten wie Aalen, wenn man sich mit alten Pythrologen hier unterhält, das ist schon ein eigener Schlag. Also bei uns gab es auch eine eigene Sprache. Also da gibt es das Hangende und das Liegende, das ist dann oben und unten. Da heißt zum Beispiel, Vate ist eine Leiter und da gab es einen eigenen Wortschatz. Und das war schon ein bisschen was Besonderes, wenn man ein Bergmann war. Natürlich hat man auch gut Geld verdient, konnte ein dickes Auto fahren. Dafür hat man aber auch am Wochenende in den Diskotheken gestanden und schwarze Augen gehabt. Und musste dann sich halt mit Augensalbe, deine Augen haben immer geglänzt und dein ganzes Gesicht, weil du die Kohle halt rausholen musstest. Ganz sauber ist man nie geworden, da kann man erzählen, wenn man will. Was hat denn Aalen dir geboten als Jugendlicher? Eigentlich hat hier gar nichts gefehlt. Mir als Jugendlicher, ich bin jetzt 46, zu meiner Zeit von 14- bis 18-Jähriger, hier gab es das Amadeus, größte Lasershow Europas, dann früher Burgsort, heute Juckhaus, da wurde früher Kino gezeigt für 50 Pfennig. Da war jeden Freitagabend Disco. Da haben früher die Ärzte sind da aufgetreten und hier gab es eigentlich nichts, was man missen können müsste. Ich wüsste nicht, was es hier nicht gab. Vom Kino, wir hatten alles. Diskotheken, Kneipen, man wusste ja gar nicht, wo man zuerst und zuletzt hingehen sollte. Also würdest du sagen, du hast ein erfülltes Leben gehabt hier, also eine erfüllte Jugend, auf jeden wo Fall. Dir überhaupt nichts gefehlt hat. Genau. Okay. Dann kam die Nachricht der Zechenschließung. Wie war das für dich? Ja, hat natürlich Existenzängste, aber man muss sich da auch selber ein bisschen zusammenreißen, auf den Arsch setzen, wie wir hier halt so sind. Und da habe ich mich halt einfach auf gut Glück beworben bei einer Firma in Sennenhorst, bei Weka. Und
bin dann durch die ganzen Lehrgänge, die ich von der Zeche aus besuchen durfte, als Gefahrgutbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter. Ich habe da meine Ausbildung gemacht zum Gabelstaplerfahrer, Radladerfahrer, und das hat mir hinterher geholfen, da einzusteigen, und dort bin ich jetzt 18 Jahre. War es für dich ein Schock? War es so eine depressive Stimmung, die dich auch mit ergriffen hat? Oder hast du gesagt, ich finde schon was Neues? Natürlich weiß man, wenn hier über 3.500 Leute beschäftigt sind, der Markt ist hier nicht so groß, muss man schon sehen, wo man bleibt. Mhm. Also da hat man schon ein bisschen Angst, aber ich habe da voller Hoffnung einfach zugesehen, dass ich was Neues kriege. Ich wollte auch nicht mit der Masse schwimmen, weil da sind viele nach Winkelmann und nach Blomberg gegangen und sind leider nicht übernommen worden. Nur ein geringer Teil, und habe da halt eine Chance gekriegt, ein Standbein zu finden, wo ich jetzt wirklich heute noch gerne bin, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein Familienunternehmen, genau wie ich es angefangen ist auf der Zeche, war ja früher der Eschweiler Bergwerksverein. Das war auch noch ein Familienbetrieb, war auch völlig in Ordnung. Wir haben es ja eben schon mal angesprochen, Fußball ist deine Leidenschaft, du lebst oder liebst den Fußball. Und hast auch diesen Verein gegründet, oder bist du nur seit 3 Jahren der Leiter des Vereins oder Vorsitzender des Vereins? Nee, ich bin eigentlich Gründungsmitglied. Mhm. Ich wurde da einfach hingerufen. Ich muss dazu mal ausholen, ich habe 14 Jahre eine Dauerkarte von TuS, LR und Rot-Weiß gehabt. Mhm. Früher 10 Jahre parallel dazu von Borussia Dortmund eine Dauerkarte, habe die 97 aber abgegeben, heute großer Fehler, Block 13 gestanden, jahrelang. Habe meine Frau 2000 kennengelernt, zum ersten Mal mitgenommen ins Stadion, hier nach LR damals, und die war so überwältigt von der Atmosphäre, da habe ich gesagt, das ist ja nichts. Ich sage, komm mal mit in mein Stadion. Und dann sind wir nach Dortmund gefahren, und seitdem hat meine Frau ein Virus gepackt, und die ist durch und durch Dortmunderin und schlimmer wie ich. Also wirklich die Besorgkarten auf Schalke, wo sie jetzt auch nicht mehr hinfährt, aber hat sie gemacht. Ich sage, das ist nichts für Frauen, aber sie wollte unbedingt dahin. Die Erfahrung muss man mal gemacht haben, hat sie gemacht. Nie wieder, sagt sie. Die ist schon ein bisschen verrückt, und die hat mich dann halt mitgenommen zu einer Versammlung. Und da wurde dieser Fußballclub gegründet, wo meine Frau sofort mit im Vorstand war. Ich eigentlich lieber im Hintergrund agiere und das gar nicht so im Vordergrund machen wollte. Bloß mit der Zeit ergab sich das dann so, dass unser damals erster Präsident das Ganze abgegeben hat. Der wollte und konnte nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen, ich weiß es nicht. Und so habe ich das für eine kurze Zeit komplett übernommen. Und jetzt sind wir ein Team mit 4 Leuten, die Claudia Kronthal, der Peter Kronthal, meine Frau und ich. Ich sehe auch nicht, dass wir jetzt hier groß, wir sind eigentlich ein Team, ein eingeschworenes Team, die das machen, alle zusammen. Und das macht auch einen Riesenspaß, weil man halt alle da hinkommen, denken gleich, fühlen gleich. Wir unternehmen Sachen, wir haben jetzt bald ein Sommerfest vor uns. Wir haben jetzt das Kino hier in Aalen gemietet, einen Saal, und gucken das Pokalfinale dort. Und da erlebt man schon viel. Waren jetzt auswärts in Berlin mit 14 Leuten. Das macht natürlich auch einen Riesenspaß, ne? Und so lernt man auch neue Leute kennen. Es ist einfach schöner, in der Gemeinschaft des Fanseins zu genießen, als es alleine zu tun. Man hätte ja auch man könnte doch auch in so einer losen Gemeinschaft sein Fansein zelebrieren oder leben. Ja, ich weiß, was Sie meinen, aber in Wirklichkeit geht das nicht. Weil man hat ja auch dann Sachen, man möchte auch gerne Karten haben. Mhm. Eintrittskarten. Jedes Mitglied, das da ist, möchte ja mal gerne ins Stadion. Und da wir ein eingetragener Verein sind, bekommen wir mittlerweile vom Borussia Dortmund Karten. Mhm. Fast zu jedem Spiel. Jetzt zum letzten Spiel gegen Werder Bremen hatten wir leider keine Karten. Selbst jetzt für das Pokalendspiel haben wir 2 Karten, wo mein Kollege hinfährt. Und das bekommt man nur als eingetragener Verein.
wir haben uns jetzt beworben und haben das auch alles durch. Wir haben auch eine riesen Fahne und dürfen jetzt mit einer Fahne vorm Spiel ins Stadion einlaufen. Und das sowas weiß eigentlich nur ein echter Fan. Also ich bin damals als Jugendlicher überall in jedem Stadion gewesen. Ich habe die Meisterschaften 94, 95, 95, 96 miterlebt. Die erste Meisterschaft, das Größte, was ich je erlebt habe in meinem Leben. Pokal 1989 war ich auch in Berlin. Die Karten habe ich alle eingerahmt bei uns im Fan-Clubheim. Das sind Erlebnisse, die prägen einfach. Und dieser Zusammenhalt, auch wenn man in diesem Block steht, früher mit meiner Dauerkarte, ich kannte jeden, der neben mir steht. Die haben mir meinen Platz freigehalten, ein bisschen Bier trinken gegangen, hast einen Bekannten getroffen und das war einfach klasse. Es war zum Beispiel auch so hier, wo TuS aufgestiegen ist mit LR, da ist man losgegangen, da stand der Onkel stand am Würstchenstand, die Tante am Bierwagen, da hat man da den Nachbar getroffen, ein Bierchen getrunken und hier und Tratsch und Klatsch. Das war einfach klasse. Also 10 Jahre zweite Liga für die Stadt Aalen, super. Und warum ist das nicht mehr? Sponsorengelder, ganz einfach. Wenn der attraktive Fußball nicht geboten ist, hier in Aalen, ist es leider so, dass hier drumherum so viel Fußball geboten wird. Ob jetzt die böse Stadt, Gelsenkirchen, hier Borussia Dortmund, Gladbach, Köln, ist ja alles nicht weit weg, wenn man ganz ehrlich ist. Und als Fußballbegeisterter, wo geht man da lieber hin? Da, wo vielleicht 200 Mann stehen oder 80.000. Okay. Deswegen ist das schon schwer. Natürlich ist das, was hier in Aalen stattfindet, ist immer noch eine tolle Sache. Wenn ich sehe, wie viele Fußballmannschaften wir haben, Jugendfußball vor allem auch, Hut ab, jetzt von LR, haben die Damenfußball kommt jetzt als Nachwuchs und das finde ich einfach klasse. Gut, ich habe selber, meine Jungs haben bei Vorwärts Fußball gespielt, als Kinder habe ich 6 Jahre mittrainiert und hat einen Riesenspaß gemacht. Deswegen ein bisschen Fußball begleitet mich eigentlich immer so das ganze Leben. Aber erklär mir nochmal, also du bist ein leidenschaftlicher Aalener, aber bist Fan von einem Verein, der in Dortmund ist. Dortmund ist nicht Aalen. Ne? Nein. Und wie geht das? Also wie kannst du Aalen lieben und Dortmund? Eigentlich müsstest du Aalen lieben und Rot-Weiß lieben. Ist das nicht ein bisschen Fremdgehen? Nö. Glaube ich nicht. Weil das alles ist ja Sport. Da trenne ich einfach mal mein Hobby. Vielleicht schon ein bisschen mehr als ein Hobby. Und das ist einfach so, ich habe da so viel miterlebt, die ganzen Jahre. Das kann man sich nicht als Kind auch. Ich sag, bin mit meinem Vater gefahren, mein Vater ist nicht mehr, schöne Erinnerungen mitgehabt. Super tolle Auswärtsfahrten haben wir gemacht. Jetzt mit dem Fanclub Auswärtsfahrten, die wir machen, Leute kennenlernen. Ich habe jetzt durch den Fanclub zum Beispiel jemanden wieder getroffen, der aus Hamm kam, der damals auch mit mir in einem Fanclub war von Borussia Dortmund, haben sich die Wege getrennt und durch Zufall ist er mit bei uns jetzt wieder im Fanclub drin. Das ist eine tolle Sache. Wir haben uns bestimmt 15 Jahre nicht mehr gesehen und es war einfach klasse. Und da gibt es auch keine Feindschaft. Also wer irgendwas sagt, wer auf der Südtribüne steht, das sind eigentlich alles Freunde, Nachbarn und Bekannte. Ist egal, welche Nationalität du hast, welchen Beruf du hast, das spielt da keine Rolle. Da sind alle gleich. Also das ist für mich ganz wichtig und da kann man abschalten. Als Fußballfan kann man einmal sein und fühlen, wie man will. Wenn ich an Fußball denke, dann denke ich an große Polizeiaufgebot, auf grölende Fans, Anschlägereien, Gewalt. Also welche kommst du damit auch in Kontakt oder habt ihr damit gar nichts zu tun? Natürlich kommt man damit in Kontakt, ob man will oder nicht. Aber bis jetzt sind wir alle verschont worden. Also ich kenne keinen, der davon groß betroffen ist. Wenn man natürlich in so große Fanlager reingeht,
wie wir in die böse Stadt mit Trikot ist natürlich sehr schlecht. Da kann es dann sein, dass man beschimpft, bepöbelt und bespuckt wird, aber da muss man dann so viel Selbstvertrauen haben, Augen zu und durch. In Dortmund selber hat man es gesehen, dabei war ich nie, möchte ich auch nicht, da halte ich mich auch ganz von fern, weil man muss auch andere Seiten sehen, wie viele gute Projekte die unterstützen. Ja, Borussia Dortmund als Verein selber, wir selber auch, machen das auch. Wir haben hier den Lunchclub, unterstützen wir zum Beispiel. Da haben wir schon zweimal hingespendet. Jetzt die Mädchenabteilung von der LR unterstützen wir. Da spenden wir Geld hin. Also eigentlich tut der Fußball auch viel Gutes. Ist ein großer Arbeitgeber und eigentlich ein Vorbild. Natürlich wird gerne gezeigt, was vorher oder nachher an dem Rande passiert. Aber es sind vielleicht ein paar hundert, vielleicht auch 1.000, aber da stehen 80.000. Die kann man nicht über einen Kamm scheren und darf man auch nicht. Gerade in Dortmund hat sich das auch so verändert, oder in allen Stadien in Deutschland, dass viele Frauen und Kinder mittlerweile ins Stadion gehen. Das war in den 80er und 90er überhaupt nicht so. Das war eine reine Männerdomäne. Wenn man sich heute mal genau umguckt, da muss man schon fast sagen, halb-halb. Und das ist auch gut so. Also ich kann da ganz beruhigt mit meinen Kindern hingehen und kann mir den Fußballspiel angucken, wenn es nicht gerade besondere Spiele sind, sage ich mal. Würde ich von abraten, aber das weiß man vorher auch durch die Medien zum Beispiel oder durch Facebook oder und so weiter. Hast du eine Idee, warum Fußball so aggressiv ist? Also warum die Fußballfans so aggressiv sind? Sind die Handballfans auch so aggressiv? Überhaupt nicht. Nein. Was ist da die Erklärung? Das kann ich gar nicht so sagen. Kann ich wirklich nicht sagen. Es kann sein, dass meine Vermutungen sind einfach untere Schichten teilweise. Oder Zusammenschluss von Leuten, die sich prügeln wollen. Wenn es untereinander ist, ist das ja alle kein Problem. Sollen sie machen. Die können sich treffen irgendwo und können sich untereinander, können die freien Lauf lassen ihrer Dinge, aber die sollen dann gefälligst die zivilen Leute, die normalen Fans einfach da rauslassen. Und früher war das so. Früher, das war ein Ehrenkodex, wirklich. Da wurde das ganz strikt getrennt. Und das ist heute aber leider nicht mehr so. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist ein gesellschaftliches Problem, ist es einfach. Wie man jetzt sieht, beste Beispiel ist hier Red Bull. Diese Aggressionen, die sich da gestaut haben, das war schon ein bisschen erschreckend, muss ich sagen. Wo ich den Verein selber auch nicht leiden kann, weil es aus der künstlichen Retorte ist und kein Traditionsverein. Aber trotzdem haben die irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Halt ein Verein wie Bayer Leverkusen, Wolfsburg und so weiter. Fußball hat viel für mich damit zu tun, dass man Spieler kauft. Also ich kannte das noch so, dass Spieler in dieser Stadt sich getroffen haben und im Verein gespielt haben und dann war der Verein auch wirklich mit Menschen besetzt, die aus dieser Stadt kamen. Heute ist es so, man kauft sich die Spieler zusammen. Was denkst du über so? Das heißt also, der reichste Verein gewinnt. Ja, leider ist das so. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Natürlich versucht man, wenn man in zweiter, dritter Reihe steht, ein bisschen Paroli zu bieten. Das hat dann einfach auch mit Fernsehrechte, Gelder, internationalen Spielen zu tun. Dortmund war selber schon am Abgrund vor gar nicht allzu langer Zeit. Dank guter Vereinspolitik haben die es ja geschafft, da rauszukommen. Und konnten und können zurzeit auch Bayern München ein bisschen Paroli bieten. Das liegt aber auch viel daran, weil wir Eigengewächse haben, die wir selber hochbringen. Und was Bayern München überhaupt nicht macht, die kaufen sich fertige Spieler. Ich glaube, den letzten, den die rausgebracht haben, war der Alaba. Bei uns kommt jedes Jahr, kommt Nachwuchs, wird da wieder rangeführt und wird verkauft
für gutes Geld und dafür kann man natürlich wieder nachkaufen. Ich finde es auch schöner und attraktiver für alle, junge Talente zu sehen, die sich entwickeln, als einen fertigen Spieler zu kaufen. Wenn ich jetzt weiß, da kommt der Superstar, tralala, wer war Robert Lewandowski vor Borussia Dortmund? Wer war Aubameyang vor Borussia Dortmund? Barrios. Alles niemand. Jetzt gehen die weg für richtig viel Geld. Torschützenkönige jeweils gewesen in der Bundesliga und da ist der Verein drauf stolz, da sind die Fans drauf stolz und das wollen wir auch sehen, sowas. So einen jungen Dembélé, der bei uns gereift und geformt wird und wenn der dann mal sagt, und er geht dann für 70, 80 Millionen nach Real Madrid, dann sind wir da sogar noch ein bisschen stolz drauf. Ja, aber es heißt doch für euch, ihr verliert immer wieder eure guten Spieler. So, das muss doch für einen Fan schlimm sein. So ist Fußball. Nee, aber wie ist das für dich? Ist geil, in der letzten Zeit war es natürlich ein bisschen schlimm, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Die ganzen Spieler, die gegangen sind, die viele Jahre dem Verein die Treue gehalten, wie Subotic, wie Kevin Großkreuz zum Beispiel, das waren, sind so Kultfiguren, Kuba, aber man wusste halt, Dortmund musste sich neu formieren. Und damit müssen wir halt leben. Oder mussten wir halt leben. Und einmal passiert sowas in, ich sag mal, alle 7, 8 Jahre, dass ein kompletter Wechsel stattfindet. Und meines Erachtens muss ja bei Bayern München dieses Jahr stattfinden. Dortmund hat es gut getan. Wir haben junge, frische Spieler. Und ich glaube auch, dass die auf einem guten Weg sind, auf jeden Fall. Was ich jetzt sage, ist hypothetisch, aber trotzdem interessiert mich eine Antwort. Was passiert eigentlich, wenn Dortmund auch in die Kreisliga absteigt? Was ist dann mit deinem Fansein? Ich bin immer noch Borussia Dortmund-Fan. Es geht nicht anders. Ich bin, wie gesagt, so geboren, in der Familie, so aufgewachsen. Ich bin 46 Jahre alt, wer will mich noch ändern? Ich trage auch Borussia Dortmund unter meiner Haut. Das heißt, ich bin auch tätowiert. Also für mich würde ich auch mitgehen. Kein Thema. Also ist Erfolg für dich nicht das Ausschlaggebende? Ich habe meine erste Dauerkarte 1987 gehabt. Da haben wir da gestanden mit 22.000 Zuschauern. Also bis 89 sind wir eigentlich nur da rumgedümpelt und dann sind wir nach Berlin gefahren, haben den Pokal geholt und das war der Aufschwung. Da muss man uns ehrlich sagen, das haben wir alles miterlebt. Die alten Fans und Cracks, die ich heute noch kenne und darauf bin ich auch stolz, das gesehen zu haben, wie sowas wächst. Das haben wir hier in Aalen in klein gesehen, habe ich in Dortmund in groß gesehen. Also auch den Ausbau des Stadions mit zu verfolgen, entstehen der großen Mannschaft. Kann man genauso in klein, haben wir das hier in Aalen auch gesehen, meiner Meinung nach. Wenn man früher das TuS-Gelände hier gesehen hat und eigentlich hat, darf ich auch sagen, der Helmut Spicker hier ein Schmuckkästchen hingesetzt, ja, was leider ein bisschen zur Zeit dahin sieht. Aber das war eine wunderbare Zeit, da bin ich auch immer hier zum Fußball gegangen, weil hier war auch attraktiver Fußball. Hier waren gute Trainer, gute Spieler, haben gute Spieler rausgebracht, die bei Dortmund gespielt haben oder spielen, wie Reus und Großkreuz. Marc Arnold zum Beispiel in Aalen gespielt. War immer toll. Wie gesagt, habe viele Bekannte und Leute getroffen. Hat schon richtig Spaß gemacht. Wie sieht's denn aus? Habt ihr Kontakt zu den Spielern? Kennen die euch? Nein, zu den Spielern haben wir so großartig keinen Kontakt. Wir haben wohl Kontakt vielleicht zu ein paar anderen Leuten, so zu dem einen oder anderen Musiker da oder sowas, zu den Fanbeauftragten ist klar, müssen wir. So sieht man auch jedes Jahr, sehen wir den Herrn Watzke oder wir vom Vorstand sind dann geladen, zur Weihnachtsfeier da zu kommen und treffen da wirklich jeden Spieler. Da zapft der Roman Weidenfeller mein Bier und du darfst dir von jedem eine Unterschrift holen und einen kleinen Smalltalk halten. Die laufen da wirklich alle rum. Das ist schon ein tolles Privileg und eine tolle Sache, muss ich ehrlich sagen.
die Leute mal persönlich kennenzulernen. Aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der welche Leute animiert. Das habe ich noch nie gehabt. Ich bin kein großer Fan von sowas. Ja, das, so wie die Kelly Family zum Beispiel. Ich verstehe diesen Hype da nicht, wenn da Tausende von Menschen da stehen und kreischen. Da komme ich nicht mit klar. Was wünschst du dir für Aal? Was ich mir für Aal wünsche? Ja. Yeah. Ich glaube, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Ja, mit dem neuen Bürgermeister, dem Alexander Berger. Der ist angefangen, viele, viele Sachen hier zu machen, was viele gar nicht sehen oder sehen wollen. Könntest du mal ein bisschen was erzählen, was du da meinst? Fangen wir an mit den billigsten Sachen, dieses freie WLAN zum Beispiel, die Innenstadt verschönern, neue Mülleimer, neue Bänke, wo die Bürger selbst mit entscheiden durften, wie sollten die aussehen. Finde ich eine ganz tolle Sache. Muss man auch mal anerkennen. Dann geht es weiter von der Friedrich-Ebert-Halle. Ja, immer noch ein Aushängeschild ist der Handball hier in Aalen. Und der Platzvorplatz wurde verschönert, der Berliner Park wurde verschönert. Da wird was getan. Also man sieht, hier in Aalen bewegt sich wirklich was. Und die Industrie ist jetzt das Blomberg-Areal verkauft. Da hat sich ja Hafer niedergelassen. Da tut sich was. Dann Narrat ist für mich, ehrlich gesagt, als Aalener, wenn ich in Aalen reinfahre, von jeder Seite Aalen, wunderschön. Kreisverkehr, alles toll gemacht. Auch was neu gemacht wird, wird alles toll. Aber dieses Narrat, das stört einfach. Und da bin ich froh, dass jetzt ein großes Autohaus in Aalen, Auto Weber, das gekauft hat und da was raus macht. Und ich glaube, das haben wir auch der Politik ein bisschen zu verdanken. Vielleicht der richtige Mann am richtigen Ort, der alles ein bisschen zusammenführt. Also du, der Bürgermeister ist es, der das bewirkt hat. Also das meintest du mit einem neuen Weg gehen, oder was meinst du? Ich glaube einfach, dass viele Jahre das einfach verpennt wurde. Ja? Und wenn dann einer kommt, der ein bisschen Pfeffer im Hinter hat und Lust hat, ja, ich habe eigentlich nichts mit Politik zu tun. Ich bin in keiner Partei, will auch gar nichts mit zu tun haben. Aber da muss ich sagen, der muss ja irgendwie die Leute am Tisch gesetzt haben und muss dann gesagt haben, hör mal, wir müssen jetzt ein bisschen was tun hier. Irgendwie muss er die aus dem Winterschlaf geholt haben, weil vorher, 20 Jahre vorher, ist ja hier nichts großartig passiert, wenn man ganz ehrlich ist. Aha, okay. Und man sieht, wenn man die Augen offen macht, es tut sich was. Auch hier mit, ich bin selber Hundebesitzer, habe 3 Hunde, Hundekotbeutel liegen überall aus mittlerweile. Also ich finde das schon eine tolle Sache. Und ich hoffe, es geht so weiter und dass viele Leute das auch sehen. Ja, nicht immer nur mit geschlossenen Augen rumlaufen, sondern auch mal sehen, dass wirklich was passiert. Für einen Leerstand, der in der Stadt ist, glaube ich, kann kein Bürgermeister irgendwas. Das liegt wahrscheinlich an den Mieten oder an der Lage. Wir haben eigentlich eine schöne, attraktive Innenstadt. Finde ich immer wieder klasse. Ich gehe nicht gerne nach Hamm ins Allee Center. Da ist alles überdacht. Da muft's, da ist eng, da ist alles zu. Ich gehe lieber hier durch Aalen. Hier finde ich alles. Ich habe noch nie beim Mobil ein Auto gekauft. Autos gibt es, Autohäuser gibt es hier genug. Also ich bin Aalener, ich kaufe hier. Meine Handwerker, die ich für mein Haus brauche, finde ich hier. Warum woanders suchen, wenn es so nahe liegt? Bis auf Dortmund, dann den BVB. Auf jeden Fall. Da lass ich mich auch nicht von abhalten. Ich danke dir, dass du heute da warst. Bitte. War eine schöne Sache mit dir. Schön. Gern geschehen. Danke.